Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute wieder Thema PV und Energie. Und in dem heutigen Video werde ich euch zeigen, was wir hier in den letzten Jahren gemacht haben, um unseren Energieverbrauch teilweise zu elektrifizieren und uns auch teilweise autark zu machen. Und ich werde euch in einer kurzen Präsentation jetzt gleich zeigen, was das gebracht hat. Und nicht nur einfach erzählen, was wir gemacht haben und das ist was bringt, sondern ich werde euch auch quasi Zahlen nennen, was es gebracht hat und was es uns spart am Ende des Tages. So, heute wieder Thema PV. Deswegen fliegt jetzt das kleine PV-Bildchen nach vorne. So, kurz zur Erinnerung, aus dem letzten Video, unsere PV-Anlage. Auf unserer Garage liegen 21 Trina Solar Vertex S-Module mit 400 Watt Peak, die zusammen 8,4 kWp ergeben. An Modulleistung bei nahezu 0 Grad Ausrichtung, das heißt, man hat so ein bisschen Probleme mit Verdrehung, habe ich auch im letzten Video schon mal gesagt. Das Ganze in einem Crosstie Plentico Plus 7 Hybridwechselrichter, in denen auch noch ein BYD HVS 5.1 5,1 Kilowattstunden Hochvoltspeicher angebunden ist und alles über einen Crosstie Smart Energy Meter gesteuert. Die Inbetriebnahme der Anlage war im Dezember letzten Jahres. So sieht das Ganze von oben aus. Die PV-Anlage fehlt unter Google Maps noch, das heißt, die findet man noch nicht. So sieht das Ganze dann im Keller aus. Und wie im letzten Video schon mal angeteasert, wir haben die PV-Stromnutzung, das ist natürlich der Ausstrom. Aber wir haben auch ein E-Auto, was ungefähr 3000 Kilowattstunden im Jahr an Strom verbraucht. Der natürlich nicht nur aus der PV kommt, sondern aus dem Netz. Und wir haben seit zwei Monaten eine Warmwasserwärmepumpe, mit der wir jetzt unser Brauchwasser machen zum Duschen und so weiter. So, in dem Video, wo ich heute eigentlich darauf eingehen ist, was bringt das alles mit dem Strom? Was bringt diese Elektrifizierung wirklich? Zum einen in Euros und zum anderen in Energiemenge. Das heißt, was sparen wir Energie ein wirklich? So, zunächst, um das mal jetzt finanziell abzuklopfen, erstmal der Stand unserer Energiepreise jetzt im November 2022. Wir haben aktuell einen Strompreis von 24,3 Cent bei uns hier im Südniedersachsen und einen Gaspreis von 5,85 Cent. Das sind Preise für Bestandskunden, da wir schon lange bei unseren lokalen Stadtwerken sind. Und mir sehr wohl bewusst, dass diese Preise für heutige Verhältnisse geradezu lächerlich gering sind. Ne, auch beim Strompreis kann ich euch sagen, auch bei unseren Stadtwerken, wenn man dort als Neukunde hingeht, bezahlt man 40 Cent. Es gibt auch Leute mittlerweile bei anderen Energiebesorgern, die bezahlen 50, 60 Cent. Ist gar kein Problem mehr. Ich rechne in diesem Video mit einem Spritpreis für Superbenzin, weil das hat unser altes Auto verbraucht, von 1,90 Euro. Das kommt, glaube ich, ungefähr hin, auch wenn ich mit kein Superbenzin mehr tanke, schon seit langem nicht mehr. Und ich rechne mit einer PV-Produktion von 6.400 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist prognostiziert vom Solateur damals. Wir stehen aber bereits in 2022, weil es auch wirklich, denke ich mal, ein sehr gutes Jahr war für PV-Strom, bei 7.130 Kilowattstunden. Eine Einschränkung will ich hier geben. Und zwar werde ich für den selbstverbrauchten Strom einfach quasi davon ausgehen, dass dieser quasi in Anführungsstrichen umsonst ist. Das heißt, ich werde da nicht in dann eine Einspeisevergütung denen rechnen oder irgendwelche steuerlichen Sachen, sondern ich rechne einfach nur quasi, was habe ich am Ende des Tages mehr im Portemonnaie. Und weil, wenn man die Amortisation eigentlich rechnet, eigentlich den Preis des eigenen PV-Stroms rechnet, müsste man mit einrechnen, dass man ja für Strom, den er selber verbraucht, ihn nicht eben für 7 Cent einspeisen kann. Das werde ich in diesem Video vernachlässigen, um es nicht zu kompliziert zu machen. So, kommen wir zum ersten Thema Mobilität. Wir hatten vorher einen 1er BMW und einen 116i, also der kleinste Maschine damals 2009 und haben 2020 diesen in Zahlung gegeben und einen E-Drive gekauft. Aus dem einfachen Grund damals, getrieben eigentlich durch den Fakt, dass der E-Drive damals mit hohen Rabatten verkauft wurde, weil es eben eine auslaufende Modellgeneration war. Und dadurch eben wirklich einen Haufen Prämien und Umweltprämien, staatliche Prämien. Also ich glaube am Ende waren es 12.000, 13.000 Euro Rabatt auf das Auto sozusagen, die wir gekriegt haben. Unsere Fahrstrecke entspricht ungefähr 15.000 Kilometer im Jahr. Wir pendeln jeden Tag quasi 40 bis 50 Kilometer zur Arbeit und zurück. Der 1er BMW hat tatsächlich 9 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist das, was auf dem Bordcomputer stand. Vielleicht hätte man ihn auf 8 Liter gekriegt mit ganz sparsamer Fahrweise, aber er hat einfach viel verbraucht. Der E-Golf, den werde ich mit einem Verbrauch von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer rechnen und ich gehe von einer PV-Deckung des Fahrstroms für den E-Golf von 50% aus.
Ja, das sind so die Fakten, die ich jetzt annehmen werde. So, wir haben also eine Fahrstrecke von 50.000 Kilometer im Jahr. Verbrauch des Einsatz von des alten Verbrenners von 9 Litern auf 100 Kilometern. Der E-Golf rechnet mit 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auf. Man sieht hier quasi den Bordcomputerverbrauch der letzten 2 Jahre. Man sieht hier, im Winter haben wir einen etwas höheren Verbrauch. Wir haben auch keine Wärmepumpe in E-Golf, das heißt, da heizt einfach eine Widerstandsheizung. Seht ihr, da ist man gerne im Winter mal bei 20 Kilowattstunden. Im Sommer fällt das Ganze auf um die 14 Kilowattstunden oder so darunter. Blau ist immer jetzt hier das Jahr 2021, Blau ist rot-grün ist 2022. Und wenn man das alles so mittelt, komplette Fahrstrecke durch den Bordcomputerverbrauch, ist man auf 17,6 Kilowattstunden. Beziehungsweise dieses Jahr sind es so 16 Kilowattstunden, aber es fehlen ja auch noch November und Dezember, wo eben der Stromverbrauch wieder normalerweise steigt. Man sieht auch hier, der November letztes Jahr war deutlich kälter, wie jetzt Anfang November. Das heißt, der Stromverbrauch war höher. Es hängt schon von den Temperaturen, hängt das schon deutlich mit zusammen. So. Wie gesagt, eine PV-Stromdeckung von 50% nehme ich mal an. Dann haben wir zunächst mal die Spritkosten des Einsatzes. Das sind tatsächlich 2.565 Euro pro Jahr für 1.350 Liter Sprit, die er verfahren würde. Interessant, neben den Euros in diesem Fall, ist der Energieverbrauch. Das entspricht 12.150 Kilowattstunden an Energie oder 3,15 Tonnen CO2. So, was haben wir für Stromkosten für den E-Golf? Ohne PV-Anlage, wenn wir jetzt nur Netzstrom für 24,3 Cent einkaufen, sind das 656 Euro für ungefähr 2700 Kilowattstunden Strom. Nur zum Fahren. Können wir noch ein bisschen Ladeverluste draufrechnen. Die werde ich dann in einem Video, wenn ich das wirklich mal alles komplett für ein ganzes Jahr habe, euch auch nennen. Aber wir sehen zum einen, wir haben 2565 Euro gegenüber 56, was heißt also 1900 Euro ungefähr weniger Kosten für den Strom als für das Benzin. Und wir haben 2700 Kilowattstunden Strom zu 12.000 Kilowattstunden Energie mit dem Verbrenner. Da sieht man eben die Energieeffizienz eines Verbrenners. Dies ist ja primär Energieverbrauch sozusagen für den Betrieb des Autos. Und die PV-Anlage mit hineinnehmen, das heißt, wir haben 50% PV-Stromdeckung, würden eben die Kosten auf 328 Euro fallen. Ja, das heißt, dann steigt die Differenz sozusagen noch höher. Und insgesamt wären es dann so 1847 Euro ohne PV und 2206 Euro mit PV. In- und Unterhaltskosten. Beziehungsweise die reinen Fahrtkosten für die Energie zum Fahren. Hinzu kommt noch etwas, ein paar Besonderheiten. Der E-Golf muss zwar wie ein normaler Verbrenner Golf 7 auch zur Inspektion, aber diese Inspektion beinhaltet keinen Ölwechsel mehr. Man hat einen viel geringen Bremsverschleiß, also nach 36.000 Kilometern sehen die Bremsbeläge noch fast aus wie neu. Das heißt, da ist kaum Verschleiß, man merkt es auch an den Felgen, die verdrecken nicht so stark. Wir bezahlen 10 Jahre Kfz-Steuer, was auch nochmal ungefähr 100 Euro im Jahr entspricht. Und wir erhalten seit diesem Jahr jährlich eine THD-Quote. Für 2022 waren das jetzt ungefähr 300 Euro in unserem Fall. Und diese Summen kommen ja eigentlich auch noch auf diese Ersparnisse im Unterhalt oben drauf. So, dann kommen wir zum Thema Warmwasser. Und dort haben wir jetzt vor kurzem uns Warmwasser von der Gasheizung verabschiedet. Das heißt, dieser alte Warmwasserboiler hier, den auch viele im Keller haben sicherlich, es sei denn, sie haben ein Kombigerät, ist rausgeflogen, den haben wir abgebaut, selber ausgebaut und wir haben dafür eine Brauchwasserwärmepumpe von Wiesmann eingebaut. Zum Thema Brauchwasserwärmepumpen werde ich nochmal ein separates Video machen, weil die, glaube ich, immer noch viel nicht geläufig sind, was das ist. Und da werde ich etwas erklären, was das für Geräte sind und was die tun. Wir haben uns für ein Modell von Wiesmann entschieden, die Vitoteil 060A T0ZE. Das heißt, das ist ein Modell, was quasi nur noch über die Wärmepumpenstrom, nur über Strom das warme Wasser aufwärmt. Entweder über die Wärmepumpe oder über einen integrierten Heizstab, den wir natürlich möglichst nicht nutzen wollen, weil er nur eine Umsetzung von 1:1 macht, wenn die Wärmepumpe 1:3, 1:4 schafft. Und wenn ich mir den Gasverbrauch angucke, ist natürlich die Frage, ich möchte am Ende ja wissen, wie viel Gas ich wirklich für Warmwasser verbrauche. Wir sehen hier mal den Gasverbrauch in diesem Jahr, den ich getrackt habe, quasi über den Zählerstand. Das heißt, ich habe den Zählerstand immer abgelesen, jeden Monat, Ende des Monats, Anfang des Monats ungefähr, irgendwie am 30., 31. oder 1.
Und habe dann quasi den Kubikmeter Gas in die Kilowattstunden umgerechnet. Und wir sehen ja quasi, natürlich hier im Januar hat man sehr hohen Gasverbrauch, der fällt dann ab. Und ich sage mal hier Juni, Juli macht die Heizung nur noch warmes Wasser. Da war auch der Heizkreis komplett abgestellt. Und wir sehen hier, wir haben einen Gasverbrauch von um die 200 bis 210, 15 Kilowattstunden pro Tag. Das entspricht auf 30 Tage ungefähr 10 Kilowatt, auf 2, 10 bis 215 Kilowattstunden im Jahr, im Monat, Entschuldigung. Und auf 30, 31 Tage entspricht das eben 7 Kilowattstunden pro Tag im Schnitt, die die Heizung im Sommer eben nur für Warmwasser verbraucht. Hier hinten sinkt das noch weiter ab, weil man Lust war wie im Urlaub. Und dann kam eben die Warmwasserwärmepumpe. Und hier fängt die Heizung schon wieder an, ein bisschen zu arbeiten. Ja, das heißt, wir rechnen mit einem Gasverbrauch von ungefähr 7 Kilowattstunden Gas pro Tag für Warmwasser. So, wenn man das mal 365 nehmen, sind das 2555 Kilowattstunden für Gas für Brauchwasser zum Duschen und Händewaschen und eben Baden und solche Geschichten. So, die Wärmepumpe kann ich etwas direkter messen. Dort habe ich quasi, die steckt man quasi nur in die Steckdose. Das heißt, ich kann einfach den Stromverbrauch messen und ich habe den hier über ein Strommessgerät mitgetrackt. Das ist ein Shelly 1PM, habe ich dort angeschlossen. Und hier sieht man eben die täglichen Verbrauchsdaten. Im Blau sind die Tagesdaten. Angeschlossen habe ich zwar das Gerät schon quasi Ende Januar. Ich habe aber erst Anfang September diesen Shelly 1PM eingebaut. Man sieht immer hier mal so eine Zacke. Das hängt auch damit zusammen, dass das hier relativ stark zackt, weil wir auch noch eine PV-Überschusssteuerung angeschlossen haben. Das heißt, es kann noch mal sein, dass er an einem Tag ein bisschen höher heizt, weil viel PV-Strom da ist. Dann heizt das Wasser auch bis zu 62 Grad auf. Grünlinie ist eben so ein Durchschnittswert über 5 Tage. Und man sieht hier, man landet irgendwie so 2 Kilowattstunden oder knapp drunter ungefähr für den Stromverbrauch. Ja, also wir rechnen mal mit Kabelstromverbrauch von um die 2 Kilowattstunden Strom. So, das heißt, wenn wir das wieder auch mal 365 nehmen, kommen wir relativ einfach auf 37 Kilowattstunden. Das heißt, die 7 Kilowattstunden, die ich am Anfang mal genannt habe, sind schon gar nicht so, ganz so schlecht. Und aus meinen bisherigen Daten für eine PV-Anlage, wann wir Einsparungen übrig haben, schätze ich, dass wir ungefähr 70% dieses Stroms direkt aus der PV-Anlage decken können. Ja, so das sind jetzt die Werte, mit denen ich rechnen kann. Das heißt, wir können jetzt mit den Kosten rechnen, weil wir im Moment einen Gaspreis von 5,85 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, für die 2555 Kilowattstunden sind das 149 Euro im Jahr. Nun ist dieser Gaspreis natürlich, wie ich schon gesagt habe, lächerlich günstig, ne? Also, dass der zum 1.1. sich nicht drastisch erhöht, ist quasi ausgeschlossen. Das können wir, glaube ich, eindeutig sagen. Bisher haben sie den Stadtwert nicht bewegt. Das heißt, ich weiß noch nicht, was wir nächstes Jahr für Gas bezahlen. Aber ich weiß, was unsere Regierung beschlossen hat. Und die hat eine Gaspreisbremse beschlossen von 12 Cent, was immer noch mehr als das Doppelte ist von dem, was wir jetzt zahlen. Und dann steigen diese 149 Euro auf 306 Euro für Warmwasser im Jahr. So, Stromkosten für die Warmwasserwärmepumpe, wenn ich jetzt sage, ich baue das Ding ein, betreibe sie nur mit Netzstrom, dann muss ich die 37 Kilowattstunden mal 24,3 Cent nehmen und bin bei 177 Euro für Warmwasser im Jahr. Das ist immer noch günstiger, als wenn ich jetzt Warmwasser mit dem Gaspreisbremsen Strompreis von 12 Cent machen würde. Deutlich günstiger. Aber es ist ein bisschen teurer als unser quasi aktueller Gaspreis. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Gaspreis bei 5 Cent bleibt. Muss man eindeutig sagen, als ich das Gerät im Juni bestellt habe. So, wenn ich jetzt dazu sage, okay, ich habe 70% PV-Strom, dann fällt diese Kosten, die wir im Jahr haben, ne, dann muss ich nur 30% dieses Preises rechnen. Und dann fallen die Kosten für Warmwasser auf 53 Euro im Jahr. Ja, also drastisch günstiger wie die anderen Kosten. Das heißt, die Betriebskosten, das heißt, die Erzeugungskosten für Warmwasser reduzieren sich enorm. Und natürlich muss ich auch die Anlage rechnen. Auch dazu werde ich nochmal ein Video zu der Wärmepumpe machen. Das heißt, wir sind, wenn wir nur Netzstrom nehmen, wenn wir halt jetzt die Wärmeerzeugung, Warmwassererzeugung nur nehmen, 88 Euro stand Gaspreis jetzt oder 177 Euro im Jahr mit der Gaspreisbremse. Günstiger. Ja? So, da haben wir natürlich noch einen Hausverbrauch, den haben wir auch noch oben drauf. Ne? Da läuft natürlich sowieso alles über Strom. Da haben wir auch 50% PV-Deckung.
Das sind dann also noch 3000 Kilowattstunden für Hausverbrauch vor Strom haben. Das habe ich jetzt so geschätzt. Wir sagen immer so bei 2.500 bis 3000 Kilowattstunden für den Hausstrom mit 4 Personen. Das sind also unsere 1500 Kilowattstunden, die wir noch bezahlen müssen, sind 364 Euro. Ja. Noch eine kurze Anmerkung. 3000 Kilowattstunden ungefähr, beziehungsweise im Moment sind es, dieses Jahr sind schon 3300 Kilowattstunden, werden weiterhin eingespeist. Und somit entstehen halt auch noch Einnahmen von ungefähr 210 Euro. Das heißt, was bringt das Ganze jetzt im laufenden Betrieb? Wir haben zum einen Hausverbrauch, der senkt sich um 364 Euro. Das ist schon mal erstes. Dann haben wir die Mobilität, dadurch, dass wir einfach nur von einem Verbrenner auf ein E-Auto gegangen sind, haben wir schon mal 2200 Euro. 206 Euro eingespart, das ist der Verbrauch, das ist die Steuerersparnis, das ist die THG-Prämie. Ja? Davon haben wir durch PV alleine, das heißt diesen Betrag 359 Euro, das heißt diesen Betrag müsste man eigentlich nicht dem E-Auto, sondern der PV-Dut schreiben, ne? Das legt ihn ja mal in der PV-Anlage ein. Warm Wasser, wir haben jetzt dieses Jahr noch 2 Monate, wo wir noch diese 5 Cent haben. Das heißt, für die Zukunft sollte ich vielleicht lieber mit der Gaspreisbremse rechnen, da haben wir 253 Euro Ersparnis. Dann haben wir noch die Einsparung von 210 Euro, macht also insgesamt 3.033 Euro Ersparnis an Unterhaltskosten oder wie gesagt an Unterhaltskosten des E-Autos, Warmwasser und so weiter. Und davon kommen ungefähr 1.057 Euro auf die PV-Anlage. Das heißt, das wäre der Beitrag zur Amortisation der PV-Anlage. Interessant finde ich auch hier den Punkt der Primärenergieersparnis durch die einfache Steigerung der Effizienz im Hausverbrauch. Habe ich erstmal keine Primärenergieersparnis, ne, weil da ist halt ist sowieso alles mit Strom. Dann habe ich bei Mobilität habe ich 9450 Kilowattstunden gespart an Primärenergie. Das heißt, ich verbrenne eben nicht mehr Sprit, sondern ich nutze Strom effizient aus. Beim Warmwasser habe ich 1825 Kilowattstunden an Primärenergie gespart, ne. Dadurch, dass ich eben nicht 2500 Kilowattstunden Gas verbrennen muss, sondern noch 700 Kilowattstunden Strom nutze. Dann haben wir eine Einspeise von 3000 Kilowattstunden, die ich natürlich den Nachbarn quasi zur Verfügung stelle. Das heißt, da wird quasi deren Primärenergieverbrauch quasi reduziert. Insgesamt sind das dann eben 14.275 Kilowattstunden, die ich an Primärenergie quasi spare. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und war für euch informativ, was man eigentlich so durch Elektrifizierung von typischen Verbrauchern im Haus oder im Bereich Mobilität und Heizung quasi einsparen kann, sowohl in Energie, was ja ein wichtiges Thema heutzutage ist, Energie effizient nutzen. Und ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass es sich auch finanziell lohnen kann. Meine 3000 Euro Ersparnis, klar, wir haben viel Geld investiert in diese ganzen Geschichten. Beziehungsweise in Golf würde ich nicht investieren nennen, aber wir haben in die PV-Anlage investiert, wir haben in die Warmwasserwärmepumpe investiert. Und ist natürlich schön zu sehen, wenn da dann am Ende auch eine ganz stattliche Summe bei abfällt, sodass sich diese Investition auch lohnt. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.